Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu 21 Tage gesunde und sportliche Vorsätze. Heute mit Gesäß straffen. Wir wollen die Po-Muskeln trainieren. Mach so mit, wie es für dich okay ist. Du kannst jederzeit auch zwischendurch mal eine Pause einlegen und dann wieder ins Training mit einsteigen. Wir beginnen natürlich jetzt mit einem kleinen Aufwärmtraining, mit einer Mobilisation. Dazu kommst du gleich in die Grätsche. Lass deine Knie nach außen in Richtung Fußspitzen zeigen. Versuch die Knie wirklich nach außen zu schieben. Wenn das nicht so funktioniert, einfach ein bisschen mehr schließen deine Füße. Also Knie nach außen, Hüftgelenke gleich schön mobil halten. Und jetzt rück deinen Oberkörper auch etwas durch, bewegen die Schultergelenke. Die brauchen wir vielleicht ein bisschen, wenn wir nachher im Unterarmstütz sind. Könntest die Übung auch in der Bauchlage ausführen übrigens. Ganz locker. Vielleicht spürst du so ein bisschen deine Bauchmuskulatur von gestern. Kann sein. Atme ein, streck dich und atme nochmal aus, lass locker. Nochmal einatmen, Länge, ausatmen und dann streck dich und räkel dich. Und jetzt trete ruhig schon mit den Füßen mit und streck die Arme ganz weit nach oben, mal Handflächen, mal Handrücken. Alle Muskeln durchbluten, Faszien bewegen. Dann bleibst du im Hin und Her, lässt die Arme jetzt locker, verlagerst immer noch Knie in Richtung zweitgrößten Zeh schieben. Genau. Rück noch weiter auseinander. Und langsam zur Mitte einpendeln und deinen Rücken gerade, deinen Rücken ganz rund, nochmal ganz gerade und ganz rund, Po rein und Po raus. Bleib jetzt gerade, richte dich auf im Oberkörper und jetzt holst du ein Knie nach oben, kreist es, setzt es ab, wechselst, also immer mal Knie hoch, nach außen rotieren. Einmal rechts, einmal links. Nach vorne kommen, Knie hochziehen, im Wechsel trotzdem ganz aufgerichtet bleiben. Und jetzt hältst du ein Bein oben, halte unterm Knie, knapp unterhalb vom Knie, aufrichten, Gesäß dehnen. Zurückkommen mit dem Bein, Knie Richtung Boden. Spannung im Bauch, wenn links hinten ist, linker Arm nach oben und zur rechten Seite ziehen. Und dann wechselst du, anderes Bein. Hoch, Balance suchen, zurückkommen, wenn rechts hinten ist, Po anspannen, Knie Richtung Boden und ganz weit zur Seite ziehen. Und nochmal wechseln, einmal hoch, aufrichten, zurück zur Seite. Und wechseln, hoch, zurück, zur Seite. Immer in deinem eigenen Rhythmus gerne. Jede Seite noch einmal, hoch. Und jetzt bleibt dann das Bein gleich, das hintere, ziehst du jetzt nochmal nach oben, stopp, bleibst hier. So, richte dich auf, versuch die Balance zu finden und jetzt gehst du mit dem Bein möglichst weit nach hinten, tu so, als wolltest du etwas aufheben, kommst wieder nach oben, ziehst dein Knie hoch, dein Gesäß richtet dich hier auf, also spür irgendwann den Po vom Standbein hier, nochmal tief. Und hoch. Auch hier dein Tempo. Du darfst wackeln. Wenn es dir zu sehr wackelt, dann tippe einfach mit der Fußspitze hinten auf und vorne.
Ich spüre schon was. Du auch? Noch zweimal, wenn es geht, sonst jederzeit Pause einlegen. Eins. Wieder aufrichten und absetzen. Oh, lockern. Sehr gut. Eine Seite haben wir noch. Andere Seite. Erstmal anziehen das Knie. Punkt fixieren. Entweder hinten tippen oder in der Luft bleiben. Atme nicht vergessen. Rücken gerade, wenn es geht. Geht? Wir sind bei 8. Geht noch zweimal. Puh, wenn du willst. Letztes Mal hoch und tief und hoch entspannen. Fußgelenk merkst du bestimmt auch, die Muskulatur rundherum. Sehr, sehr gut. Jetzt bleibst du hüftbreit geöffnet, lässt die Fußspitzen nach vorne zeigen, lässt deine Oberschenkel parallel zueinander und dein Gesäß setzt du nach hinten unten ab. Vielleicht sogar in die waagrechten Oberschenkel. Und jetzt spann dein Po an und richte dich hier auf. Hier oben anspannen, Becken leicht kippen und nochmal tief. Und nochmal hoch, Gesäß aktiv. Und nochmal von unten mit geradem Rücken nach oben schieben. Geht immer noch. Wenn du willst, machen wir jetzt noch 5 Stück, entweder so oder landen. Bremse mit deinem Gesäß ab, komm hoch. Lande, komm hoch. Nochmal. Noch einen. Und jetzt kommst du noch einmal nach unten. Letztes Mal ganz tief setzen. Rücken gerade, Schultern zurück. Noch 4, 3, 2 und aufrichten. Lockern. Bein auslockern. Po ausschütteln. Wir gehen weiter nach unten auf den Boden. Und zwar erstmal auf die Unterarme. Knie unter deine Hüftgelenke, Ellbogen unter deine Schultern. Brustbein schiebst du nach oben Richtung Decke. Und bevor wir jetzt mit der Po-Übung starten, drück mal mit dem rechten Unterarm und mit dem linken Knie in den Boden. Was merkst du? Körpermitte, genau. Und dann drückst du links den Unterarm in den Boden, rechtes Knie und nochmal ausatmen, wechseln. Und eine Seite drückst du jetzt, dann merkst du, dass die andere Seite vom Bein leicht wird und dann hebst du diese Seite an. Fußsohle zur Decke zeigend, Becken parallel zum Boden und von da Knie ein Stück Richtung Boden und wieder hoch. Nochmal tief und hoch.
ganz ohne Schwung. Nur mit der Kraft vom Gesäß. Geht noch. Bleib oben und mach ganz klein. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und nochmal langsam. Ein Stück tief und hoch. 2, 3, 4, 5. Jetzt bleibst du nochmal oben und die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und lösen. Kurz zurücksetzen, sehr, sehr gut. Schultern auslockern, Nacken entspannen. Wir haben nur noch eine Seite. Wirklich locker lassen, unsere letzte Seite. Könntest auch in die Bauchlage gehen und dein Bein heben und senken. Oder ein Kissen unter deine Knie holen, geht auch. Aber jetzt drück nochmal diagonal Unterarm und Knie. Immer mal im Wechsel, ausatmend. Bis du dann das andere Bein leicht werden lässt und nach oben schiebst, Becken parallel zum Boden. Dieses Drücken ist dazu da, um deine Rumpfkraft zu aktivieren, damit du stabil im Rumpf bleiben kannst, während sich jetzt das Bein tief und hoch bewegt. Atmen, 6, 7, 8, 9, oben bleiben, kleine, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und nochmal langsam, tief und hoch. Fünf, vier, drei, zwei. Bleib oben und mach nochmal kleine. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und lösen. Puh, merkt man gleich. Lockern, auf die Seite drehen. Und jetzt bist du mit den Beinen ungefähr im rechten Winkel. Den Kopf ablegen. Fußspitzen kannst du sehen, wenn du hier nach unten siehst. Becken senkrecht liegen lassen. Vielleicht den oberen Rand vom Becken so ein bisschen wegschieben von dir. Klappt das? Bauchspannung. Hier kannst du ein bisschen Bauchspannung aufbauen, wenn du mit der Hand Druck gibst. Denn hier sollten wir stabil sein. Bein heben. Und jetzt drehst du dein Knie ein zum Knie, Ferse zur Ferse. Nochmal ein, Becken bleibt ganz ruhig. Und dann halte eingedreht und jetzt so Richtung Decke nach oben schieben. Oh, nochmal tief. Schieben und tief. Noch zwei. Und nochmal ein- und ausdrehen. Komm, komm, Knie ein, Ferse ein, Ferse. Halte eingedreht und die letzten 10, 9, 8, 7, 6,
Fünf, vier, drei, zwei, noch einen und lösen, hochdrücken. Super. Weiter auf die andere Seite, erstmal gut lockern, dann auf die andere Seite drehen, Kopf ablegen. Lohnt sich, oder? Spürst du es auch schon? Wenn du jetzt nach unten siehst, siehst du deine Fußspitzen, Becken ein bisschen von dir wegschieben, den oberen Beckenrand, leichten Druck geben, Bein heben und los geht's. Ein und aus. Schau, dass wieder dein Becken ganz ruhig liegen bleiben kann. Dann eindrehen, nach oben schieben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, noch einmal ein- und ausdrehen. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 und nochmal eindrehen und nach oben schieben. Die letzten 10, komm, 10, 9, bisschen höher, 8, 7, 6, 5, 4, 3, zwei, noch einen und locker in die Rückenlage drehen. Und zuerst mal so richtig klein werden. Beide Knie fest zu dir ranziehen. Den Po, unteren Rücken entspannen. Und dann stellst du deinen Fuß nochmal auf, den anderen dazu. Egal mit welcher Seite du jetzt startest, ein Bein ranziehen und halte es mal ganz nah an deinem Körper. Den anderen Fuß drückst du in den Boden und dann hebst du dein Becken an. Das Knie bitte nicht nach vorne schieben, es bleibt hier. Und jetzt wirst du merken, du kannst gar keine große Bewegung machen, aber das ist Absicht. Du gehst jetzt mit dem Po hoch, tief, ein Stück hoch, tief. Gar nicht wahnsinnig hoch, aber auch nicht ganz nach unten. Immer aus der Spannung 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, geht noch, oder? 22, 23, 24, 25, 26. Die letzten schaffen wir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, so, nur noch 10 Stück. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, einen und lösen. Ich hoffe, du hast gespürt. Eine Seite noch. Auslockern, Knie fest ranziehen, Fußsohle in den Boden schieben, Becken anheben und los geht's. Hoch, tief. Noch geht's, oder? Einundzwanzig, 22, 23, 27, 28, 29, 30, die letzten 20 Stück. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier,
3, 2 und locker geschafft. Der Po ist straff, locker aus. Beine schütteln und gleich ein Bein über das andere Knie kreuzen. Nach außen drücken das Knie, vielleicht genügt dir die Dehnung schon, ansonsten Oberschenkel heranziehen. Und mit jedem Ausatmen so ein kleines bisschen näher zu dir herziehen, das Bein. Merkst du die Dehnung im Po? Gleich nochmal wechseln, andere Seite nach außen drücken, vielleicht genügt dir das. Oder herziehen und mit jedem Ausatmen noch ein Stück weiter. Dann nochmal wieder auflösen, ein Bein ausstrecken, das andere Bein Fuß zum Fuß aufstellen und wenn jetzt rechts aufgestellt ist, so ein bisschen nach rechts dein Becken und dann nimmst du dein Knie nach links, rechten Arm zur Seite, entweder ziehst du mit der Hand ganz leicht oder du lässt es einfach nur sinken, ein bisschen höher oder tiefer. Wichtig ist, dass die Schulter am Boden bleibt. Dehnung Gesäß. Vorsichtig Mitte, Fuß aufstellen, Seite wechseln, anderes Bein lang, Becken, wenn links aufgestellt ist, nach links und Knie rüberziehen, Schulter unten lassen und hier vielleicht höher oder tiefer. Dann ganz langsam wieder zurückkommen, beide Füße aufstellen, auf die Seite kippen, über die Seite eins weiter, zum Sitzen noch nicht ganz aufstehen, erstmal so ein bisschen den Kreislauf wieder in Schwung bringen, ein Bein vorne drüber stellen, komm auf die Hände und auf die Füße, stütze auf die Oberschenkel auf, die Hände und roll dich ganz langsam Wirbel für Wirbel nach oben, lass dir Zeit, richte dich auf. Fleißig, lass locker. Nochmal ein Bein jetzt anheben. Jetzt kommt nochmal der Test im Vergleich zu vorher. Hochziehen und dann nimmst du das Bein und ziehst dein Knie zum anderen Knie. Drück den Fuß in die Hand, spann dein Gesäß an, spür den Hüftbeuger vorne. Gleich nochmal aufwechseln, die andere Seite anziehen. Morgen heißt übrigens schön entspannt. Und dann zurückziehen, Knie zusammen, Fuß in die Hand schieben, richtig dagegen drücken, Po anspannen, da vorne wahrnehmen. Wieder lösen, sehr gut auslockern. Was auch immer das Gesäß strafft, ist eine aufrechte Haltung. Und wenn die Knie durchlässig sind, wenn wir die strecken, verschwindet unser Po. Wenn wir die Knie durchlässig lassen oder sogar noch höhere Schuhe anhaben, dann wird natürlich das Gesäß noch runder. Atme ein, streck dich lang, atme aus, lass locker. Nochmal einatmen, Länge, strecken, ziehen, öffnen die Arme. Und entspannen.
Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Ich freue mich, dass du dabei warst. Freue mich auch, wenn du Gefällt mir drückst, wenn es dir gefallen hat, einen netten Kommentar hinterlässt. Vielen Dank, wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen. Den Link findest du unter dem Video, da steht deine Unterstützung. Klick drauf und dann kannst du auswählen, mit wie viel im Monat du das tun möchtest. 2,50, 5 Euro, 10 Euro, 20, 50, was es dir halt einfach wert ist. Vielen Dank. Du findest übrigens die ganze Reihe da oben bei dem Infopunkt. Findest sie auch auf meinem Kanal, YouTube-Kanal, in den Playlists. Du kannst jederzeit die Videos natürlich wiederholen oder die ganze Reihe nochmal von vorne anfangen oder dir ein anderes Video aussuchen, einfach in die Suchzeile von YouTube eingeben, was du suchst, zum Beispiel Winkearme Gabi Fastner oder so. Dann findest du bestimmt Videos, die dir gefallen. Freue mich aber auch, wenn du ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei bist. Vielleicht ja bis morgen.